Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zu einer neuen Let's Play Serie Hearthstone. Das, ja, Trading Card Game kann man es gar nicht nennen so richtig von Blizzard. Ja, ich habe gestern einen Beta Key bekommen. Ja, es ist zugegebenermaßen natürlich stark umstritten. Hearthstone. Oder Hearthstone? Ich glaube Hearthstone. Wie auch immer. Ja, es ist ein wenig umstritten, weil natürlich die knallharten Trading Card Gamer sagen, das taugt nix. Und die Blizzard-Fans sagen, das taugt auf jeden Fall was. Und ja, es ist, sagen wir mal, in den Trading Card-Bereich hat seine Besonderheiten. Ich habe ein bisschen schon gespielt. Hab schon mal mir alle Helden freigespielt. Die muss man sich freispielen. Man fängt mit der Magierin an. Muss ich denn alle freispielen? Wir werden jetzt auch mal ein, zwei Runden noch PvE tun, weil wir einfach noch nicht alle Karten haben. Ich glaube, für Arena oder Spielen reicht es dann noch nicht. Ja, was ist zu Hearthstone zu sagen? Wir fangen einfach mal an. Ich nehme mal den Paladin mit dem. Na, Profi oder normal. Ach, wir fangen mit dem normalen Spiel an. Ich denke, die meisten werden. Uff, nehmen wir den mal. Kann man keinen Zufall nehmen? Nö, geht ja gar nicht. Doof. Nur den Druiden. Trading Card Games, denke ich mal, brauche ich niemandem mehr erklären. Und allen anderen, ja, ich werde so ein bisschen was dazu sagen. Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Es ist ein Trading Card Game. Ja, laber nicht. Es ist ein Trading Card Game. Wir spielen mit Karten und. Ach Gottes Willen. Genau, hervorragende Starthand. Ja, was ist Hearthstone? Ein klassisches Trading Card Game. Was ist ein Trading Card Game? Man hat Karten, die verschiedene Werte haben. Man sieht oben links als erstes ist so ein blauer Kristall. Das sind die Kosten. Jede Karte, die ihr ausspielt, haben bestimmte Kosten. Und unten seht ihr zwei Zahlen. Das ist die gelbe 1 und die rote 1. Die gelbe 1 ist die Angriffskraft. Die rote 1 ist die Lebensenergie. Das sind eigentlich so die drei Werte, die ihr kümmern müsst. Hier oben rechts seht ihr die Mana-Kristalle. Ihr seht auch, wenn euer Zug beginnt, habt ihr einen neuen Mana-Kristall. Das gibt bis Maximum 10. Und ihr könnt nun innerhalb, oder ist das innerhalb, ihr könnt, soweit ihr, sofern ihr dran seid, mit den Mana-Kristallen halt versuchen, bestmöglich den Gegner Schaden zuzufügen. Der Schaden der Gegner selbst, hat ihr jeder Held, hat 30 Lebenspunkte und besitzt eine Heldenfähigkeit, ist hier drüben. Kostet natürlich auch Mana-Kristall, ist also nicht umsonst. Hier bei ihm ist es der Gestalt, Heldenfähigkeit, plus 1 Angriff in diesem Zug und plus 1 Rüstung. Ja, und das ist eigentlich so das Grobe. Viel mehr braucht man da gar nicht erklären. Was man dazu noch erklären muss, sind höchstens die Sonderfähigkeiten. Also er zum Beispiel hat hier Ansturm, es wird übrigens alles ganz hübsch erklärt, also später wird es ganz, wir haben bestimmte Fähigkeiten. Ansturm bedeutet, normalerweise dauert es immer einen Zug, bevor ich halt, eine Runde, bevor ich den die Karte, also das Monster, was ich da auch beschworen habe, den Diener, glaube ich, heißen die hier, verwenden kann, benutzen kann. Der Form hat Ansturm, dann kann ich direkt gleich ihn eine reinhauen und das war's, wie er schon so schön sagt. Ein Schuss, ein Schuss. Und das ist das ganze Spielprinzip. Da ist jetzt eigentlich nicht mehr viel groß zu erklären, was jetzt noch anders wäre. Zu anderen Trading Card Games. Einsatzbereit. Was halt auffällt, finde ich zumindest, dass die Fähigkeiten in Bezug auf größere Trading Card Games doch, ich will nicht sagen begrenzt, aber zumindest was ich jetzt gesehen habe, ich habe noch nicht alles gesehen, Gottes Willen. Ist schon, wie soll ich sagen, ist die Varianz nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Also hätte ich mir mehr erwartet, bis jetzt. Allerdings, es ist kurzweilig, es ist kein Game, was lange Gefechte vorruft. Das ist vielleicht etwas, was man positiv sehen kann. Nun genug der Worte, wir wollen hier Action sehen, also rede ich nicht mehr lange. Dieser kleine Affe taugt überhaupt nichts, hat aber 4 Lebenspunkte und das ist unschön. Spot bedeutet nichts an, übrigens, dass man den Gegner angreifen muss. Also ich kann normalerweise direkt auch den
Helden angreifen. Das ist übrigens etwas, was ich relativ merkwürdig finde, aber taktisch doch durchaus den einen oder anderen Wink bringen. So, ich muss kurz mal überlegen. 4 Schaden muss ich machen. 4 habe ich auch auf dem Board. Das ist nicht schlecht. Mit dem Ansturm 2,5. Oh, ich bin ja, ich weiß. So, der 3,5. Schnell so, und stark dann zuschlagen. Spott es raus. Kriegt er wieder einen aufs Maul. Das war's. Ah, 2,7. Das Vieh hasse ich. Aha, schön. So, 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 so. Also, solche Wesen sind nervig, weil die halt sehr viele Lebenspunkte haben. Es braucht auch sehr viele eigene Monster, um halt Schaden auf ihn zu machen. Der Vorteil ist, das habe ich vorhin erklärt, ich kann ihn auch ignorieren. Da er keinen Spott hat, könnte ich ihn komplett ignorieren und könnte den ganzen Schaden, den ich jetzt hier 2, 4, 7, könnte ich auf den Helden drauf zielen. Das ist so ein bisschen so eine Sache bei diesem Spiel, bei Hearthstone. Dass es immer darauf hinaus, darauf hinausläuft, zu entscheiden, mache ich Schaden auf den Helden, sofern kein Spott da ist, oder lass ich es bleiben. Das muss ich mir kurz überlegen. 3, 6, 7 Schaden habe ich. Ich könnte ihn also auf der töten. Da geht ein Selbstbar drauf dabei. Da gehen 2 Bar drauf, das ist scheiße. Ja. Ich mache auf ihn Schaden. Weil er muss sowieso den Spott angreifen, der sowieso tot wäre, wenn ich jetzt angreifen würde. Das wäre ja Schwachsinn, jetzt 2 Karten zu riskieren. So, hast du gesehen? Er musste mich angreifen. Na, ich wollte gerade sagen, vermutlich den hier töten. Jupp. Weil der hat Fähigkeiten hat, die anderen beiden halt den Angriff zu verstärken. So, jetzt haben wir 6. Das ist schon eine schöne Karte. Vielleicht ein Diener plus 3 Angriff. Das werden wir gleich machen. Aber vorher werden wir den kleinen Freund hier rausholen. Gut schauen. 4, 6. Ah, das ist der Drecksack, habe ich ganz vergessen. Vielleicht ein Diener Gottesschild. Gottesschild bedeutet, dass da steht doch, glaube ich, ne, der erste Mal Schadenzug wird ignoriert. Sechs Mana habe ich. Das ist verdammt viele Karten für ein so ein Ding. Ne, wir machen es. Die Tore sind geöffnet. So. Wir sind jetzt leider doppelt abtauschen. Oh, mehrere Mira. Ja, genau. Die Dinge hasse ich ja. So, 7. Jetzt haben wir natürlich. Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Sollen wir kurz mal schauen. Das Vieh muss weg. Jetzt auch wieder abtauschen. Das ist scheiße. Na egal. Er zittert vor der Macht. Sturmwind. Lebt wohl. Also, ihr seht es ja hier. Das ist übrigens ein schönes Beispiel. Ich könnte jetzt ihn töten. Aber ich habe 7 Schaden durch die Verstärkung von dem und habe einen Spott offen. Also, macht es viel mehr Sinn, den Helden anzugreifen. Das ist auch so eine Sache, wenn er jetzt natürlich mit einer Nonnerkarte ein Monster rausholt, was hier, keine Ahnung. Ja, genau. Böse reinhaut, kann das natürlich nach hinten losgehen, aber es ist halt immer so eine Sache. Das ist eben der, das ist das wirklich Schwierige bei Hearthstone, eben diese diese Entscheidung darüber. Geladen und entsichert. Für die Allianz. So, jetzt haben wir noch 2 über. Dafür müssen wir unseren kleinen Freund hier holen.
Das melde mich zum Dienst. Und der hat jetzt 9 Angriff. Also wenn er den jetzt nächste Runde nicht tötet, dann war es das schon für ihn. Was glotzt du so? Der holt einen Ogre raus, hat noch 4. Noch ein Flusskrokodil, das ist aber keins mit Spott. Also nichts Spottartiges. Wahrscheinlich. Oh, den hat er nicht gemacht. Oh, jetzt hat er natürlich verloren. Der holt den raus. Batsch. 10 Angriff. Kabumm. Und Damm. Fett. Und das war das Ganze. So, jetzt kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr aufsteigt, bekommt ihr Karten. Zusätzlich Karten, die ihr später in eurem eigenen Deck, was ihr hier auch seht, und ich habe hier für die Magierin schon ein eigenes Deck gemacht, dann benutzen könnt. Ziel soll es natürlich sein, für uns später in der Arena spielen zu können. Um in der Arena spielen zu können, müssen wir normale Spiele machen. Und, ich glaube, das kostet Geld. Wir können mal kurz mal gucken. Ah, ihr seid neu hier. Eure erste Runde in der Arena geht auf mich und wählt euren Helden. So, da die erste Runde auf Kosten des Hauses geht, nutzen wir das doch auch gleich mal. Ja, Hexenmeister und Schurken habe ich noch nicht gespielt. Sie habe ich schon ein bisschen gespielt, aber damit es ganz so spaßig macht, noch mal Hexenmeister. Eure Seele wird mir gehören. Nehmt eine Karte und fügt sie eurem Deck hinzu. Ja. So, und was ist beim Arena zu bedenken? Normalerweise kostet es Geld, um reinzukommen. Dann habt ihr die Möglichkeit, aus 3 zufällig gewählten Helden von denen einen auszuwählen. Und dann kommt das ganz Große. Es ist nämlich so, dass ihr euch eure 30 Karten für euer Deck nicht aussuchen könnt. Also das heißt, ihr könnt die schon aussuchen, aber sie werden immer 3 zur Auswahl gestellt und ihr könnt nur einen von denen nehmen. So, und Spott und Gottesschild ist zu heftig. So, und das ist halt so ein Punkt. Und jetzt müsst ihr gucken und aufpassen, dass ihr auch für jede Mana-Kristallstufe auch immer wieder... Oh, der ist natürlich schön. Fügt eure Hand 2 zufällige Dämonen aus eurem Deck hinzu. Oh, der ist auch nicht schlecht. Nehmen wir den. Und so ist das Ganze ein bisschen... 0 Mana. Oh, Spott. Und so müsst ihr euch immer entscheiden. Ich bin eigentlich ein Spottfreund, by the way. Spott ist immer echt nice. Boah, das ist auch nicht schlecht. Friert einen Charakter ein. Icewind Yeti ist nett. Aber der Succubus werft eine zufällige Karte ab. 4-3 ist natürlich nicht schlecht. Friert ein Charakter ein ist natürlich auch nicht schlecht. Aber 6 Mana, was haben wir denn bis jetzt? Wir nehmen Succubus. Ich habe natürlich noch bei weitem nicht so viele Karten, um da wirklich auswählen zu können. Das wäre natürlich Stück für Stück mehr, ne? Das ist ja... Ah, oh, der Blutwichtel verstohlen hat eure Diener haben plus 1 Leben. Schauen wir mal. Der ist nicht schlecht. Fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Was? Was soll man das denn bringen, wenn er mich selbst gerade schadet? Muss man mal verstehen. Windzorn, das ist halt, dass er 2-mal angreifen kann. Plus 1, plus 1 oder Windzorn? Aber Flammenwichtel, ich weiß nicht, was das bringen soll. Das fügt eurem Helden 3 Schaden zu. Das ist ein Dämon. Also ich habe den Hexer nicht gespielt. Vielleicht gibt es da... Boah, Spott- und Wutanfall. Scheiße, vernichtet einen befreundeten Diener und fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, die seinem Angriff entsprechen. Uiuiuiui, was ist das hier? Kampfschrei, der Effekt tritt. Also, wir müssen diesen Diener angreifen. Zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Ja, ist denn. Der Hexer gefällt mir jetzt schon nicht. Aber die Karte ist nett. Spottzeuge, Kampfschrei, was haben wir hier? Hat jedes Mal plus 2 Angriff, wenn euer Charakter geheilt wird. Das nützt mir nichts, weil ich kann mich nicht heilen. Hört jedes Mal, wenn ihr eine Karte ausspielt. Huss. Ich meine, der ist schon nice, ne? Aber zerstört einen eurer Mana-Kristalle? Das ist gerade dann zu Anfang. Ich meine, 3 ist ja nicht so teuer. Wir nehmen den schon ein bisschen viel. Das ist nett.
Der ruft einen Knappen, der hat Ansturm. Ansturm ist übrigens auch ganz nett. Gerade zu Anfang. Aber ich finde so ein Einzelhelm ist immer ganz nett. Höllenfeuer, okay. Den Leprechaun haben wir, den Lepragnon. Lepragnum. Ich habe hier wenig gespielt, also es kann durchaus sein, dass Lepragnum, ich kann auch nicht lesen, dass da durchaus jede Menge Verbindungen zwischen den Spielen sind. Also angeblich soll das ja, fügt allen Diener 4 Schaden zu, das ist nett. Zieht jetzt mal eine Karte, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Bei 3 kann das nicht allzu oft sein. Gottesschild auch nett. Gottesschild ist auch nett. 1, 1, 1. Obwohl, das ist ein 1er. Naja, 4er. Wir nehmen 4er. Verstohlenheit. Die Sache kann nicht eingreifen oder als Ziel gewählt werden. Das ist auch nett. Spott- und Wutanfall. Zauberschaden plus 1. Ah, 4-2 ist natürlich nicht schlecht. 4-2 ist nicht schlecht. 2-3. Na, aber für Spott. Was haben wir denn im Dreierbereich schon? Ach, den haben wir ja schon drin. Dann nehmen wir mal den Panther. Bisschen Abwechslung. Fügt einem Diener 2 Schaden zu, wenn dieses Ziel ein vermittelter Dämon ist, erhält er stattdessen plus 2 plus 2. Nett. Wieder mal mit Gottes Schild, das haben wir hier Kampfschaden, fügt allen anderen Charakteren einen Schaden zu. Ein Schaden ist natürlich mit den 6er-Karten natürlich so eine Sache. Ich meine, 6-6 ist nice. 6-6 ist richtig nice. Die hat nur ein Leben, da bringt das Gottes Schild wirklich nicht viel, weil die halt 6-6. Moorkrabbler ist nett, hat mich spott, sehe ich gerade. Stellt 3 Leben wieder her, ja, okay. Und Windzorn mit, mit 4-5. Nimm mal. Ein Diener kostet 3. Verstehe ich jetzt nicht. Eure Diener kosten 3 mehr. Was soll mir das denn bringen? Okay, er hat 7 Angriff und das ist schon bösartig, das Vieh. Aber er hat keinen Spott. Kriegst Golem 7-7. Schütze macht 1 Schaden, 3. Wie viele Karten haben wir? 18 von 30. Oh, wenn er einen Kriegsgolem hat. Hä? 20? Kostet 1 weniger für jeden Schadenspunkt, den euer Held erlitten hat. Was ist denn das? Ach du Scheiße. 8-8, der ist ja viel besser. Kostet ein weniger für jede Karte auf eurer Hand. Ich meine, das ist ja wahrscheinlicher, dass ich da mal 2 Karten auf der Hand habe, als 10 Schaden litten, obwohl. Das ist ganz am Ende. Wählt ein Diener aus, um Gesetze und Manipulation in eine Kopie derselben zu verwandeln. Was? Ja. Narf. 10 Schaden oder 2 Karten? 10 oder 2 Karten. Dafür aber nicht weniger als 1. Das ist natürlich nice. Hat dann leider Gottes. Kostet 4 Kristalle, hat sonst nichts. Vielleicht ein befreundeter Diener bis zum Ende des Zuges. 4-4! Gut. Das kann Leben retten. Ist auch so toll, ne? Toller Spott, aber. Ich meine, gut, er kostet nur 1. Das ist nicht schlecht, aber er kann selbst nichts machen. Und 1 haben wir schon 3, da brauchen wir keinen. Wutanfall, Windzorn, 3er. Wie viele 3er haben wir? Oder haben wir schon jede Menge? Dann nehmen wir den mit. Mitgenommen. Boah, ey, nur so eine Dinger. Er zieht jetzt mal eine Karte, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Haben will. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeit gewählt werden. Der Feendrache. Fällt einem befreundeten Diener 1-1 für den Schiller. Na, 2 haben wir, glaube ich, noch gar nichts großartig. Jo.
Ja, fügt Diener 4 Schaden zu. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Sieht auch gut aus. Seelenfeuer. Oh, das ist natürlich auch wichtig. Obwohl, der ist auch schön. Nehmen wir mit. So, zwei Karten noch. Kampfschraffel hat einen bevor Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Zauberschaden. Todesröchchen zieht eine Karte, effekt im Kampf, wenn der Karte zerstört wird. Aha, also wenn das glatt geht. Ist bei allem Leben nicht sehr allzu wahrscheinlich. Ah, hier unten sieht man auch übrigens die Verteilung mit 5, aber zu wenig. Ach, 1-4 ist nett. 2-1 ist nerv. Zauberschaden versuchen, ja. Ich meine, ich habe eine Menge Zauberkarten. Nimm mal den mit. Haben viel zu viele Dreier. Jeder Spieler zieht seine Karten. Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Fordert nun andere Spieler in der Arena heraus, um zu sehen, wie gut euer Deck wirklich ist. Bestimmt nicht ein Meter weit, weil mir im 5er-Bereich fast nichts fehlt. Ich habe auch nicht viel gezogen, ehrlich gesagt. Gut, ich würde sagen, bevor wir in die nächste Runde starten, mache ich erstmal einen Break. Und ich freue mich auf die nächste Folge.